Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeon the Giant. Beim letzten Mal hat das rote Dorf gerade angefangen, uns ihr Hassmonument zu errichten. Und das grüne Dorf, haben wir gesehen, ist wieder dabei, sich neu zu bevölkern. Ja, ich würde sagen, das erste, was wir jetzt machen, ist oben rechts unserem vierfarbigen Dorf zu helfen. Schauen wir mal, wie weit das Monument davon ist. Ja, schreitet gut voran. Jetzt wäre es auch zu spät, da eine Blume für hinzubringen. Aha, gerade haben wir noch ein paar Totenköpfe gesammelt, die kommen uns gleich garantiert nachgeflogen. Und ja, dann... Au! Da oben links sehen wir gerade, hat ein weiteres Dorf angefangen, uns ein Monument zu errichten. Das erste von den selbst gegründeten Dörfern. Interessant, die waren ja recht flott damit. Dann werden wir denen direkt mal einen Baumkreis zusammenstellen, sodass die vorne noch eine Blume dafür haben. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier vorne nicht aus Versehen alles kaputt machen. Das ist ja sehr praktisch, dass hier so viele Bäume direkt im Stadtzentrum sind. Da können wir auch direkt hier vorne mehr oder weniger im Dorf den Baumkreis zusammenpflanzen. Ich hoffe, wir machen nichts kaputt mit den neuen Bäumen, die wir da wachsen lassen. Oh, reicht das? Nein, muss noch einer dazu. Ach, die sind ja alle zu weit auseinander. So, gerade eben aber mal wieder nur zu weit auseinander. Jawohl. So, dass sie keinen Baumkreis erstellt haben. Jetzt haben wir direkt... Ja, genau, das habe ich befürchtet. Ein paar Bäume direkt mitten im Monument wachsen lassen. Und wir haben ihn zu früh gegriffen. So, dass wir ihn noch nicht aufheben konnten. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir auch einen Dorfbewohner aus Versehen gerammt. Aber ich glaube, wir haben keinen umgebracht. Solange wir keinen umbringen, ist es okay. Und die Blume wächst über das Dorfzentrum. Ja, dann lassen wir uns hier vorne mal raus. Bringen den Zaun ein Stück zur Seite des... Mist. Ja, ne, so viel zu dem Monument. Jetzt habe ich gerade aus Versehen das Haus da vorne eingerannt, als ich den Baum greifen wollte und die Erde absenken wollte. Naja. Und dann müssen sich die Leute das Haus halt neu bauen. Die Leute werden uns das Monument nicht errichten, solange sie sich das Haus nicht neu aufgebaut haben. Ach, Pech, Pech. So, dann schauen wir mal, dass wir das Land da vorne wenigstens geebnet kriegen. Wenn wir einmal schon hier sind, ne? Wenn wir schon mal dran sind. Oh mein Gott, ich bin mit so... Ah! Ja, ne? Ich wollte das Monument sowieso nicht haben. Jetzt habe ich aus Versehen noch ein Haus eingerissen. Das ist aber scheinbar nur deswegen eingestürzt, weil es ins Wasser geraten ist und nicht, weil wir es angeschnupst haben. Ja, das ist jetzt wirklich sehr ungünstig. Das wird jetzt bedeuten, dass die Leute sich beide Gebäude erstmal wieder aufbauen werden, bevor sie überhaupt wieder anfangen, daran zu denken, das Monument zu errichten. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal eine Blume hier, da müssen wir uns darum zumindest nicht mehr kümmern. Das hat ja zumindest auch ein bisschen was, glaube ich. Aha, ja. Ich hoffe mal, sie werden uns jetzt nicht direkt ein Hassgebäude dafür errichten, dass wir halt zwei Gebäude kaputt gemacht haben und Leute angestoßen haben. Aber ich glaube, dafür haben wir ihnen noch nicht genug angetan in diesem Dorf. Im Regelfall muss man ja schon ein bisschen drastischer vorgehen für ein Hassgebäude. Ja, ne, dann helfen wir den Leuten, wenn es so weit ist, dass sie wieder anfangen, ihre Gebäude zu bauen, aber sie wollen immer noch das Stadtzentrum geebnet haben. Das ist nicht gut, das heißt, wir gehen wieder in die Gefahrenzone rein. Und hier haben wir wieder so einen klassischen Fall von, die Leute denken überhaupt nicht darüber nach, was sie sich eigentlich von uns wünschen. Sie wollen hier vorne das Land abgesenkt haben. Oh, ein Monument ist fertig. Obwohl da drunter direkt der Meeresspiegel ist und wir das gesamte Land ins Meer versenken, wenn wir es denn wirklich absenken. Ja, Fertigstellung eines Monumentes. Das rote Hassmonument ist fertig hergestellt. Das ging aber verdammt flott. Ihr unerschütterlicher Wille, auf ihrem Land zu bleiben, offenbart sich. Scheinbar ist ein stachelbesetztes X seit neuem ein Symbol dafür, dass die Leute auf ihrem Land bleiben wollen. Interessant. Ich habe eher so das Gefühl, dass stachelbesetzte X symbolisiert, dass die Leute sehr unglücklich auf ihrem Land sind. Aber sie können da nicht wirklich weg von der Insel, weil sie zu blöd sind, Boote zu bauen. Und, naja gut, die Stadtmauern, die symbolisieren schon eher, dass sie auf ihrem Land bleiben wollen, wenn sie sich da denn befestigen. Ja, wir räumen jetzt ein bisschen die Bäume hier aus dem Stadtzentrum weg, sodass die Leute hier ihr Monument errichten können, wenn sie sich denn entscheiden, dass sie wieder soweit sind. Wir sehen auch, dass da hinten schon neue Häuser wieder gebaut werden. Und ich denke mal, das wird nicht übermäßig lange dauern, bis die Leute den Bau des Monuments denn wieder aufnehmen werden. Aber bis dahin verstreicht wahrscheinlich noch ein Tag oder ein halber. Mal gucken, ich weiß nicht, ob sie heute noch wieder mit dem Bau ansetzen werden. Ich bezweifle es irgendwie. Ja, dann gehen wir wieder auf unseren alten Plan über und... Ja, Moment, nee, das Monument ist gerade fertig. Gehen dann erstmal noch eben schnell in das rote Dorf, um das Monument wieder einzureißen. Dann können wir nämlich den Plan doch ein bisschen ändern. Dann können wir nämlich jetzt viele, viele Wachstumszyklen hier vorne aus dem roten Dorf ziehen. Und mit diesen Wachstumszyklen sollten wir dann in der Lage sein, ein paar neue Inseln zu erschaffen. Kabam!
Bams! Und wächst. Er wächst und wächst. Ja, so traurig. Nee, eigentlich überhaupt nicht traurig, denn wir brauchen diese Hass-Totenköpfe. Bams! So, direkt der nächste Feuerball. Oh, wir haben ihr Hassgebäude zerstört. Die Kanone bricht ein. Es wäre irgendwie witzig, wenn die Leute sich denn wirklich gegen uns wehren könnten. Das wäre eine interessante Sache. Die Leute wären dann zu dämlich, um irgendwas alleine zu machen, können allerdings Waffentechnologie irgendwie herstellen und sich gegen einen gelb-roten Riesen wehren. Ja, wir sehen jetzt, unser Kopf ragt schon oben aus dem Bildschirm durch die neuen Wachstumszyklen und jetzt sollten wir eigentlich in der Lage sein, in einer halbwegs kurzen Zeit hier vorne eine komplett neue Insel aus dem Boden zu ziehen. Kiste. Die Menschen bauen das fertiggestellte Monument wieder auf. Wenn du möchtest, dass sie es wieder aufbauen, musst du es zerstören. Hä? Was redet der da? Die Dorfbewohner bauen ein fertiggestelltes Monument nicht wieder auf? Ich glaube, er sollte eigentlich sowas sagen wie, die Dorfbewohner bauen kein zweites Monument, wenn bereits ein anderes fertiggestellt wurde. Dann würde das stimmen, was er uns gerade erzählt hat. Ja, unter dem Punkt betrachtet, klar, die Dorfbewohner bauen nie zwei Monumente in einem Dorf und sie fangen generell nicht an, überhaupt noch irgendwas in ihrem Dorf zu bauen, solange ein Monument existiert. Aber bis jetzt haben wir uns auch immer darum gekümmert, dass die Monumente sofort wieder weggeräumt werden, wenn sie einmal fertiggestellt sind. Denn dann sind sie in unserem Monumentenmuseum auch gespeichert, wir können ihre Beschreibungstexte lesen und alles und wir brauchen sie auch generell nicht mehr, die Monumente. Ja, wir sehen, wir schaffen es hier recht schnell, eine Insel aus dem Boden zu ziehen. Leider gibt es jetzt natürlich überhaupt keine grüne Energie, also überhaupt keine. Und wir werden irgendwann später, wenn wir mal einen maximalen Wachstumszyklus haben, uns darum kümmern, Bäume vom Festland hier rüber zu schleppen. Es müssen vor allen Dingen genug Bäume sein, dass man hier vorne Baumkreise erstellen kann. Das wird also wahrscheinlich eine Weile dauern. Aber wenn man die maximale Wachstumsgröße hat, dann geht das doch, vergleichsweise recht schnell. So, dann fliegen wir ein Stück weiter. Das sollen wir da vorne erstmal reichen an Landfläche. Dann machen wir hier vorne noch eine Insel hin. Mal gucken, ich glaube, wir können von der Festlandinsel in der Mitte des Levels hier zwei von diesen äußeren Mini-Inseln ausnutzen, um da auch Dörfer drauf zu gründen. Da gibt es immerhin schon Bäume, dann haben wir nicht ganz so viel Ärger damit, neue Inseln aus dem Boden zu ziehen. Ich hoffe mal, dass hier ist weit genug weg von den anderen Dörfern, die wir gegründet haben. Man kann nämlich logischerweise keine zwei Dörfer direkt nebeneinander oder generell zu nah aneinander gründen. Aber ich denke, das hier sollte soeben weit genug entfernt sein von den anderen Dörfern, dass wir da keine Probleme haben werden. So, das schön. Jawohl, du hast es schon fast geschafft. Oder besser gesagt, ja schön, du hast es schon fast geschafft. Wir haben hier das Land auch aus dem Wasser gezogen. Und wir sehen da vorne viele, viele Bedürfnisse auf unserer vierfarbigen Insel. Da müssen wir uns bei nächster Gelegenheit auf jeden Fall mal drum kümmern. Denn die vierfarbige Insel dauert am längsten zu erstellen und zu entwickeln, weil die auch die meisten Gebäude brauchen, bis sie anfangen, ihr Gebäude zu bauen. Je mehr Kulturen in einer Stadt sind, desto größer muss auch das Dorf sein, damit sie anfangen, uns ein Monument zu errichten. Glücklicherweise, wenn man sich richtig um die Dörfer kümmert und die Dörfer keine Probleme damit haben, dass das Stadtzentrum uneben ist, geht es eigentlich immer recht schnell, bis es ein Dorf geschafft hat, ein Monument zu errichten. Haben wir auch schon gesehen, unser Inseldorf da oben links hat ja immerhin schon ein Monument in Bau oder sie wären so gut wie fertig, wenn wir nicht ihre Gebäude zerstört hätten. Und wir haben schon teilweise in manchen Dörfern, zumindest in den einfarbigen Dörfern, Hass und normale Monumente errichtet. Und wir sind ja immer noch recht früh im Spiel. Ja, dann helfen wir vorne mal, das Stadtzentrum zu glätten. Das ist nämlich offensichtlich, was die Leute hier alle wollen und weshalb sich das gesamte Dorf hier vorne versammelt hat. Ich hoffe mal, ich renne nicht wieder irgendwelche Gebäude ein. Wir stellen mal das Feld ein bisschen zur Seite, ja. Damit wir da keine Probleme mitbekommen. Mein Gott, hier wiehern irgendwelche Pferde im Hintergrund, glaube ich. Die haben mich gerade kurz glauben lassen, dass ich irgendwas wieder eingetreten hätte. Klingt so merkwürdig. Ja, das sollte erstmal reichen. Wir sollten uns wirklich nicht zu lange in den Dörfern jetzt noch aufhalten, also Doschen. Wir haben so einen großen Wachstumszyklus momentan, dass es sehr, sehr gefährlich ist. Also hier vorne haben wir auch noch eine gute Möglichkeit, ein Dorf zu gründen. Wir sehen hier schon diese praktisch angelegte Insel mit massenhaften Bäumen drauf. Also werden wir hier auch noch ein bisschen das Land rundherum anheben. Hier müssen wir auch nicht ganz so viel aus dem Boden holen. Und da mache ich mir jetzt doch schon ein bisschen Sorgen, dass unser anderes Eiland, das wir da vorne gerade eben aus dem Wasser gehoben haben, vielleicht zu nah dran sein könnte. Müssen wir nachher ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, wenn wir unser Eiland, das wir da in der Mitte erstellt haben, noch ein kleines bisschen nach Nordwesten erweitern, dass wir da dann auch noch ein Dorf gründen können werden. Aber da werden wir uns später drum kümmern. Im schlimmsten Fall müssen wir halt noch eine Insel aus dem Wasser ziehen und da oben ist halt ein kleiner Fleck im Wasser, der nicht gebraucht wird. Das wäre ja auch nicht so schlimm, es wäre auch nicht der Untergang der Welt.
glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall schon genug Platz hier vorne, dass wir da vorne ein Dorf gründen können. Ich würde sagen, da können wir uns auch direkt mal drum kümmern. Ach, guck dich das schöne blaue Dorf an. Die haben schon wieder die Flaggen hochgezogen und fangen schon wieder an, ein Monument zu errichten, wie es aussieht. Ja, wenn sie dieses Mal ein Monument bauen, dann werde ich ihnen keine Blume dazu geben. Wenn sie keine Blume kriegen, dann werden wir endlich mal sehen, was denn passiert, wenn ein Monument errichtet wird und die Leute dazu keine Blume haben. Na gut, wo wir gerade den großen Wachstumszyklus haben, nee, lassen wir das doch erstmal noch mit der Dorfgründung und machen stattdessen hier unten die dritte und letzte Insel fertig, die ich noch aus dem Wasser ziehen will. Aha, und da hat schon wieder noch ein Dorf angefangen, uns ein Monument zu errichten. So, hier vorne haben wir eigentlich eine sehr geeignete Stelle für noch ein Dorf. Da muss ich eigentlich gar keine neue Insel komplett aus dem Wasser ziehen, sondern ich muss eigentlich nur das hier vorne weiter ausbauen, um geeignet zu sein, ein Dorf drauf zu gründen. Ist ja schon praktisch hier mit den ganzen Bäumen. Da müssen wir uns nicht ganz so viel Umstand damit machen. Ich denke mal, wir sollten genug Zeit haben, hier vorne das noch eben fertig zu machen, bevor ich in das gelbe Dorf ziehe und denen da eine Blume fertig mache. Also ja, ne. Solange Doshin nicht in der Nähe der Dörfer ist, brauchen die Leute sowieso immer ein kleines bisschen länger, um ein neues Monument zu errichten. So, das sollte da vorne reichen und dann fliegen wir rüber ins gelbe Dorf. Ich denke mal, die sollte noch genug Bäume da vorne auf ihrer kleinen Insel haben, dass wir da ganz schnell einen Baumkreis erstellen können. Wir erinnern uns, das haben wir vor kurzer Zeit ja schon mal gemacht. Ja, was heißt vor kurzer Zeit? So ziemlich direkt am Anfang des Spiels haben wir ja schon mal einen Baumkreis direkt am Rande dieses Dorfes erstellt. Und da steht ein Baum sowieso direkt an der Stelle, wo das Monument hin soll. Deshalb die Leute gar nicht erst anfangen zu bauen. Nein, ich will keine Dorfbewohner aufheben. Hebt den Baum hoch. Jawohl, gute Arbeit, Doshin. So, die Leute mögen uns, die Leute wollen eine Blume. Jetzt trampeln wir nicht wieder die ganzen Gebäude platt. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Besonders das große Ding da vorne wollen wir nicht zerstören. Und dann bringen wir den Baum... Ja, genau. Oh, hier vorne zu den ganzen Bäumen, aus denen wir schon mal einen Baumkreis geformt hatten. Und formen daraus jetzt noch einen, um eine Blume für dieses Dorf zu bekommen. Wie man das nun mal so macht. Ja, ne? Unser Wachstumszyklus momentan ist in der Tat nur noch... Oh, Doshin ist so weit oben aus dem Bildschirm raus. Ja, ich glaube, wir haben ihn jetzt so dermaßen aus den Augen verloren, wir können ihn gar nicht mehr sehen, ob wir wollen oder nicht. Ne, selbst wenn ich die Kamera jetzt komplett rauszoome... Ja, ein Monument wird errichtet, natürlich. Kann ich ihn nicht mehr sehen. Upsala. Ja, stell die Bäume mal ein bisschen näher zusammen. Jetzt ist es auch etwas nervig geworden, einen wirklichen Baumkreis zu erstellen, weil Doshin wirklich so dermaßen groß ist, dass man denkt, die Bäume stünden näher aneinander, als sie es wirklich tun. So, und da vorne im Wasser liegt sie, die Blume. Mein Gott, kann ich die überhaupt greifen? Jawohl. Die fliegt jetzt nur noch in der Luft zwischen unseren Händen, so groß wie wir sind. Aber gut, solange wir sie transportieren können, ist ja okay. So, jetzt ganz vorsichtig werfen wir sie ins Dorf. Jawohl, es hat gereicht. So, und jetzt ganz vorsichtig rückwärts wieder aus dem Dorf raus. Und dann lassen wir die hier erstmal in Ruhe bauen. Ja, ne? Sehr schön. Wo wir gerade schon mal hier sind, können wir da vorne eigentlich die Insel noch ein bisschen erweitern, wo wir den großen Wachstumszyklus hier haben. Sollte es ja nicht sonderlich lange dauern, hier noch ein bisschen Land drumherum zu ziehen. Nur das wirklich mit dem Helfen im Dorf, ne? Das sollten wir lassen. Oder wir sollten es zumindest sehr, sehr, sehr vorsichtig angehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf Wachstumszyklus 15 sind. Und 15 ist das absolute Obermaximum. Wenn wir über 15 noch weiter wachsen, dann passiert einfach nichts mehr. Dann, ja, ne, kommt halt der Herzkreis oder der Totenkopfkreis gegebenenfalls. Schließt sich, tut aber nichts. Und jetzt haben wir gerade einen Menschen gegriffen. Wupp, wupp, ja. Jetzt machen wir Hebeübungen mit einem Menschen, der sowieso nichts wiegt für Doshin. Nein, ich will nicht das Land greifen. Ich will den Baum da vorne haben. Ich will die... ups, ja, genau das habe ich befürchtet. Ich habe aus Versehen einen Platt getrampelt, obwohl ich das überhaupt nicht wollte. Das passiert leider, wenn man sich mit Wachstumszyklus 15 in Dörfern bewegt. So, ja, wir haben es immerhin geschafft, den Leuten da vorne noch halbwegs sicher einen Baum zu bringen. Und jetzt wollen sie das Land noch weiter erweitert, erhöht haben. Mhm. Und jetzt reicht es ihnen doch schon, okay. Solange sie bauen, ist mir das recht. Ich will mich hier nicht zu lange in dem Dorf aufhalten. Da vorne brauchen sie noch einen Baum. Vielleicht holen wir den lieber von dem Festland da vorne, anstatt hier auf der Insel Bäume zu holen. Hier stehen immerhin welche ziemlich am Rand. Nein, Doshin, du sollst die Bäume greifen, nicht das Land. Ach, das ist so wirklich das größte Problem bei diesem Wachstumszyklus, dass Doshin nie genau weiß, was er greifen soll, wenn wir versuchen, irgendwas zu nehmen. Okay, versuchen wir irgendwelche von den... Nein, kriegen wir auch nicht, mein Gott. Von den Bäumen da vorne, jawohl, den haben wir immerhin geschafft aufzuheben. Ist das nervig zu manövrieren in dieser Größe. Ja, dann kriegen die Leute hier vorne jetzt mindestens noch ein Bäumchen. Hat das gereicht für alle? Ja, es hat gereicht für alle. Und die brauchen natürlich noch eins. Mal gucken.
Schaffen wir es jetzt? Nein, natürlich nicht. Ich habe gedacht, vielleicht hat Doshin sich das jetzt ein bisschen überlegt. Aber gut, dann halt nicht. Versuchen wir beim nächsten Mal nochmal. Mein Gott, werden hier schon wieder viele Monumente auf der Karte errichtet. Bis zum nächsten Mal. See ya!